Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Buch über Influencer und zwar Falsche Vorbilder von Alicia Joe, die das gemeinsam mit der Journalistin Sabine Winkler geschrieben hat. Untertitel ist, wie Influencer unsere Kinder manipulieren. Und ja, das trifft es, denke ich, auch schon ganz gut. Das Ganze ist nämlich ein Buch, was so ein bisschen die Influencer-Welt auseinandernimmt. Und vor allem die Negativbeispiele aufzeigt. Das muss man einmal vorweg sagen. Wer also hier Positivbeispiele erwartet, der ist falsch. Denn hier geht es überwiegend darum, aufzuzeigen, ja, was alles falsch läuft, sinngemäß. Das Ganze hat verschiedene Kapitel. Ich hatte das in dem Buch Release Day Video schon einmal vorgestellt. Und wir beginnen hier tatsächlich mit den Schattenseiten, also mit Challenges, mit Herausforderungen, wo Menschen oder vor allem Jugendliche sogar gestorben sind, weil sie irgendeinen tollen Trend nachmachen wollten. Anderes Beispiel ist, dass zum Beispiel eine Rapperin als Gewinnspiel irgendwie eine Brust-OP verlost. Also völlig abstrus, was hier abgeht. Ebenso wird hier einmal ein Fake erstellt, sozusagen eine Firma. Das hat sie zitiert, ein Journalist hat mal eine Firma erstellt und hat irgendwelchen Influencern Produkte zum Bewerben angeboten, die völliger Quatsch waren, die Inhaltsstoffe ausgedacht hatten, wie zum Beispiel Uran. Und das war ganz lustig, die haben es wirklich gemacht. Also die haben dann gesagt, dieses Produkt hier ist irgendwie mit Uran gefiltert und deshalb richtig gut für die Haut und sowas alles. Also das ist komplett abstrus, was die Leute teilweise ihren Followern verkaufen. Und die Follower sind, ja, muss man sagen, leider so jung, dass sie das noch gar nicht so durchschauen und dass sie ihr heiß gespartes Taschengeld dann für einen Quatsch ausgeben und nicht mal das Produkt gut ist, sondern einfach nur ja, Geldmache ist und fast schon Abzocke, muss man an der Stelle ganz klar so sagen. Übrigens habt ihr gesehen meine Lichterkette im Hintergrund. Ich habe mal so ein bisschen Weihnachtsstimmung gemacht, aber musste auch dieses große Licht in vor mir aufmachen, weil es ist schon mega dunkel und kalte Jahreszeit. Apropos kalte Jahreszeit, da wünscht man sich doch am Strand zu sein, wie die Fitness-Influencer, die hier vorgestellt werden. Ich muss sagen, ich kannte keinen einzigen Fitness-Influencer. Ich bin so ein bisschen in meiner Instagram-Buchbubble gefangen und damit sehr, sehr glücklich. Der Werdegang ist lustigerweise bei allen gleich, die hier vorgestellt werden. Alle waren irgendwie bei Heidis GNTM oder bei irgendeiner anderen Show, lassen sich dann für exorbitante Summen Schönheits-OPs machen, um am Ende so zu tun, als wäre das alles nur durch harte Arbeit und viel Training. Dass man mit ihrem Fitnessprogramm XY für so und so viel Euro erreichen kann. Also das ist auch eigentlich nur eine Masche, wenn man das jetzt mal ganz runterbricht. Beim Thema Mami-Influencer kannte ich vorher, muss ich sagen, gar keinen, aber das ist richtig krass. Ich will jetzt hier nicht so viel vorwegnehmen, aber auf jeden Fall auch, wenn man gar nicht in dieser Bubble steckt und vielleicht noch keine Kinder hat, dann ist es trotzdem interessant, was einfach Eltern ihren Kindern antun, indem sie ja die schamlos vermarkten und jeden noch so kleinen und intimen Einblick teilen, mit Rabattcodes versehen und ja, auch sämtliche Gesetze des Jugend- und Kinderrechts missachten. Zumindest laut der Recherche dieser beiden Autorinnen hier. Ein letztes nennenswertes Beispiel möchte ich noch rausgreifen, und zwar die ganzen Travel-Influencer, die munter durch die Welt reisen, CO2 ausstoßen, einen auf besten Lifestyle machen und am besten noch in Dubai ihren Hauptwohnsitz haben, wo sie keine Steuern zahlen müssen. Und irgendwie, ich glaube, knapp 4000 Euro steht hier drin für so eine Arbeits- und Aufenthaltslizenz. Problem ist halt, die müssen dann in Konformität mit den dortigen Regeln leben und dürfen keinen negativen Satz über das, ja, über die politischen Situationen dort verlieren und so weiter und so fort. Aber ey, wenn man Steuern sparen kann heutzutage, dann macht man das anscheinend. Und was mir auch nicht bewusst war, dass ganz viele Jugendliche sich verschuldet haben, weil irgendwelche Beauty-Fashion-Blogger irgendwelche Fast-Fashion-Marken bewerben und die Leute dann teilweise mit ihren Klarna-Schulden da angeben auf Instagram, weil sie wieder irgendeinem Fashion-Blogger irgendein teures Ding abgekauft oder nachgekauft haben. Wahnsinn. Ich meine, bei den Royals habe ich ja früher mal selber drüber geschrieben, da war das halt so, Kate hat ein Kleid an und es ist halt ausverkauft. Ne? Okay, aber das sind ja Royals so und nicht Influencer. Naja,
Ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Erstes Zwischenfazit auf jeden Fall inhaltlich und was die Themenauswahl angeht, ein sehr schönes Buch mit sozusagen einem negativen Inhalt, denn es ist schön gemacht, aber was darin steht, ist natürlich nicht schön, sondern eher erschreckend. Dann müssen wir aber auch auf ein, zwei, drei kleinere Negativpunkte, möchte ich das jetzt mal nennen, zu sprechen kommen. Es gibt tatsächlich einige Fehler, also so, ich sage jetzt mal Rechtschreibfehler, sowas alles, Wiederholungsfehler, unflüssiges Lesen, Fehler. Das ist so ein bisschen schwierig, das stört so ein bisschen den Lesefluss und man stockt an mancher Stelle. Es ist zum Beispiel der Footballstar Rob Gronkowski falsch geschrieben, ich bin jetzt kein großer Footballkenner, aber sowas erwarte ich eigentlich, dass es gecheckt wird von einem Lektorat, sollte es eins gegeben haben. Ein paar Fehler können immer mal drin sein, okay, aber das war schon eine Menge, die schwierig war. Also ich weiß, dass es manchmal unter Zeitdruck entsteht und so weiter und so fort. Vielleicht liegt es auch an dem Verlag, den kenne ich jetzt nicht, Yes Publishing. Der gehört zu einer Verlagsgruppe, wo eigentlich auch ganz gute Verlage zugehören. Der macht sonst, aber ich habe ein bisschen gegoogelt, auch eine Mischung aus, wir haben das immer genannt, Edutainment früher. Also als Entertainment, aber auch als Education. Und in diesem Nische ist das ja, glaube ich, auch zu sehen. Die haben sonst Bücher wie Unnützes Hundewissen oder Der Taschenanwalt. Ich kann auch verstehen, dass nicht jeder Influencer direkt bei Bastei Lübbe, Rowohlt oder Kiepenheuer und Witsch einen Buchvertrag bekommt. Trotzdem fand ich, waren zu viele Fehler drin, aber das heißt ja nicht, dass das in einer zweiten Auflage so ist, die denn geben sollte, immer noch so sein muss. Von daher ist es schade, aber kann man, denke ich, drüber wegsehen. Wo man nicht so leicht hinweg drüber sehen kann, ist allerdings die Herangehensweise. Es ist so, dass hier sehr, sehr, sehr viele Beispiele genannt werden, aber gefühlt alles basiert auf Sekundärliteratur. Heißt, man hat sich hier zwar viel Mühe gegeben, Beispiele zu nennen und externe Quellen heranzuführen, aber es gibt eben nur externe Quellen. Also es gibt keine eigenen Quellen und das meine ich jetzt gar nicht so sehr als, oh, das ist böse und doof und Kritikpunkt, sondern das meine ich eher als schade, das verschenktes Potenzial. Denn zum Beispiel bei Unterhaltungsvideos von der YouTuberin Alicia Joe auf YouTube ist es okay, wenn da nur Quellen aufgezählt werden. Für ein Buch, da erwartet man aber schon einen gewissen Mehrwert. Und den hätte man vor allem schaffen können, indem man einfach mal selber ein, zwei, drei Interviews geführt hätte. Die hätte man vielleicht in den anderen gepackt und daraus coole Sachen, coole Passagen zitieren können. Hätte den Text und das Buch an manchen Stellen besser und vor allem auch lebendiger einfach gemacht, wenn man, ich sag jetzt mal, beim Thema Influencer, so im Bereich Beauty oder so, könnte man Gesundheitswesen mal Experten anfragen, man könnte generell beim Thema Konsumverhalten jemanden von der Verbraucherzentrale interviewen, man könnte beim Fitness-Thema, die da irgendwie ihre eigenen Riegel und so Gedöns verkaufen, auch mal die Lebensmittelindustrie fragen, ist das denn wirklich so gut? Ich denke, als Mensch mit so viel Reichweite wie sie, würde man ein Interview schon bekommen. Und das hätte vielleicht dem Buch nochmal einen Ticken mehr, Eigenwissen sozusagen gebracht. Kurzum, durch sowas hätte das Buch noch mehr gewonnen. Zudem finde ich es bei den Quellen auch noch schade, dass sie sich teilweise selber zitiert haben, was man machen kann, machen Wissenschaftler auch. Nur dann wurde halt sich selber als YouTube-Video oder im Fall der Journalistin als Online-Artikel zitiert und die Originalquellen aber nicht. So, also da hätte man natürlich auch einfach die Originalquellen nehmen können, hätte sagen können, zitiert nach. Das wäre auch ein bisschen schöner gewesen, hätte man nochmal nachgucken können. Aber naja, das sind auch die einzigen beiden Kritikpunkte. Ich hatte eine sehr informative und sehr kurzweilige Zeit, war ein Buch, was ich jetzt mal in, ich sag jetzt mal, 5-6 Tagen oder so durchgelesen habe, hat jetzt auch nicht so ewig viele Seiten, 130 Seiten knapp, dann kommen am Ende sehr, sehr viele Quellen. Dazwischen ist noch einmal angesiedelt, so ein bisschen Stichwortverzeichnis, Lexika-mäßig, Influencer-Begriffe, ist ganz schön für Menschen, die damit in Berührung kommen, ist, denke ich, für Menschen unter 30, 35 eher nicht relevant, für alle anderen eventuell schon. Und ja, was gebe ich denn diesem Buch für eine Bewertung? Ich muss sagen, es war, wie gesagt, trotz dieser ein, zwei kleinen Quellenthemen, habe ich die Mühe sehr, sehr geschätzt, die hier drin steckt.
Man merkt, und das ist vielleicht auch gut so, dass eine Journalistin hier mitgewirkt hat. Das heißt, es hatte trotz allem sehr gut und sehr solide eine Strukturierung, denn es gab verschiedene Kapitel, die teilweise aufeinander aufgebaut haben. Es gab Zwischenüberschriften, es gab Unterpunkte, es gab teilweise ein paar Bilder oder Beispiele. Und das fand ich ganz gut, es hat es gut lesbar gemacht. Die inhaltlichen Sachen, die aufgeführt waren, waren mitunter natürlich krasse Negativbeispiele, aber das liegt ja auch im Titel, falsche Vorbilder. Und von daher, ja, hat es sozusagen die Erwartungen sehr gut erfüllt, gab kleine Abstriche, aber alles in allem, jedem, der mal die Influencer-Szene ein bisschen kritischer sehen möchte, der ein bisschen mehr haben möchte als ein 12, 15-minütiges Video dazu, zum Beispiel von Alicia Joe, dem kann ich dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe dem am Ende des Tages 4 Sterne gegeben und ja, wie gesagt, kleine Kritikpunkte. Aber ich denke, vielleicht würde es noch eine neue Auflage geben oder vielleicht sogar mal ein neueres Buch. Also andere Beispiele, neue Trends. Finde ich ganz schön, dass man sowas auch mal in Print hat. Und wo ich jetzt ein bisschen über das Lektorat gemeckert habe, ist das natürlich immer leichter gesagt als getan, muss man auch nochmal dazu sagen. Ich bin ja selber der schreibenden Zunft zugehörig und das ist natürlich nicht immer leicht. Manchmal sieht man nicht mal Fehler. Vor lauter Text muss ich auch nochmal was loben bei dem Verlag. Und zwar ist das Cover und Umschlag sehr solide und liegt gut in der Hand. Also das Motiv hier mit diesem Marionettenthema. Und genau, wie gesagt, habe ich am Ende des Tages ein gutes Buch gelesen und 4 Sterne vergeben. Und ja, ich denke, wenn sie nochmal ein Buch rausbringt, dann bin ich dabei. Sagt mir doch mal, ob ihr die YouTuberin kennt, ob ihr auch manchmal ein bisschen kritisch auf Social Media schaut, auch wenn wir alle natürlich irgendwie Teil da sind. Auch jemand, der jetzt gerade vor diesem Video sitzt und es schaut, benutzt Social Media genau wie ich, der es erstellt. Und in diesem Sinne, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr auch von solchen Sachbüchern haltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!